So wird das nicht. So kommen wir gegen den Typen nicht an. Wir können überhaupt noch nicht kämpfen. Ich gehe mal zu meiner Mama. Ich gehe zu meiner Mama, die muss ich verarzten. Ach, verdammt. Das war nicht gut. Da haben wir böse einen auf den Kopf gekriegt. Oh Mist. Mutter! Mutter! Ah, hey. Ich blute. Es hört nicht auf. Na, ja, ja, ja. Hör auf zu weinen. Ach so, ich muss das Chat wieder einblenden. Entschuldigung, Leute. Gleich geht gleich los. Na bitte. So gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Ah, da haben wir böse einen auf den Arsch gekriegt. Da haben wir böse einen auf den Arsch gekriegt. Moment, Leute, ich werde... Ich werde jetzt erstmal ganz kurz hier... Die macht gerade ein bisschen Schwierigkeiten hier, die Maus, die Olle. Da haben wir jetzt böse einen auf den Arsch gekriegt. Wer schreibt denn so? Ja, mach mal. Ich mach den fertig, haha. Wir müssen das irgendwie in die Einstellung noch hinkriegen. Warte mal. Das geht doch so nicht. Steuerung, so. Kampf. Primärangriff, Sekundärangriff, Angriff abbrechen, Ziel fokussieren, das können wir mit Tab. Spezialangriff wäre F, das ist Spezialangriff da drauf. Und blocken auf da drauf. Das wird er nicht mögen wahrscheinlich. Bestätigen. Ja. Oh, jetzt hat er es gemacht. Jetzt hat er es gemacht. Na super. Dann gehen wir gleich nochmal hin, oder was? Jetzt haben wir nämlich blocken wahrscheinlich auf der 4 und auf der 5 Eisler. Gehen wir jetzt gleich nochmal hin oder wollen wir die Sache irgendwie anders gehen? Anders angehen. Okay, warte. Zurück ins Spiel. Ich wasche mich mal eben. Kann nicht schaden. Wir sind wieder voll fit. Opa, Opa. Achso, oder Opa, Opa, ja, ja. Okay, wir gehen nochmal zu dem Typen, oder? Das muss doch machbar sein, dass wir den erledigen. Ich kann da bestimmt nochmal hingehen. Rache, Vendetta, genau. Da ist der Arsch. Kann ich den noch direkt angreifen? Okay, zweiter Versuch, Leute. Reden. Das eine Mal habt ihr nicht gereicht. Nein, hat's nicht. Du schuldest Vater noch. Von mir kriegst du gar nichts. Kannst das deinem Alten ausrichten. Ich sag's dir. Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen. Was? Was zum Teufel tust du da? Was ist los? Komm schon! Oh nein, 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 ich muss blocken. Mehr hast du nicht drauf? Das war ganz gut. Verdammt! Boha Jeho! Was hat er gesagt? Musst du jetzt weinen? Vorsicht! Herr Gott! Nein! Wir müssen einmal wieder Ausdauer kriegen, Freunde. Das war ganz gut. Oh Mist! Das ist Fußtritt, okay.
Ja, jetzt. Nimm das! Gut getroffen! Ich habe einen Faustkampf einen drauf gekriegt, also. Mist. Nein, 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 jetzt müssen wir mal weg. Okay, zurückziehen. Okay, 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 okay. Ah, Mann! Wir kriegen den einfach nicht niedergemetzelt, den Typen. Okay, zurückziehen. Ah. Können noch. Yes! Ja, wir müssen mit den kleinen Attacken. Wir haben ihn fast. Er hat uns fast. Mist! Deine Ecke ist ja gut. Mist, 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 Mist. Ah, Mann! Vorsicht! Warum ist der jetzt da rausgekommen? Verdammt! F-Taste. Taste F. Ja, ich habe ja Taste F. Habe ich ja schon belegt. Die F-Taste. Die F-Taste. Okay, wir sind ziemlich angeschlagen. Wir sind ziemlich angeschlagen, Freunde. So wird das nicht. Ich glaube, wir müssen wieder zu unserer Mutter. Aber... Alter. Können die Sachen natürlich auch einfach von dem klauen. Grüß dich, Heinrich. Ja, grüß dich. Ich bin ziemlich kaputt. Ich bin fast tot übrigens. Hallo Delfino, sei gegrüßt. Wir kämpfen uns hier durch die erste Herausforderung, die ziemlich unlösbar scheint. Diesen Saufbold irgendwie zu erledigen. Okay, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wo ist Mutter an? Kann Mutter uns nochmal verarzten, ist die Frage. Ich sehe die hier nirgends. Öffnen. Da ist er. Mutter, ich bin schon wieder verprügelt worden. Mutter! Mutter! Ich blute. Es hört nicht auf. Ach, herrje. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Wir hatten auch die F-Taste aber belegt. So gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Ja. Danke, Mutter. Das gibt's doch gar nicht. Okay, wir sind so gut wie neu. Wir essen mal was. Oder? Was meint ihr? Ne, wir haben wahrscheinlich keinen Hunger. Okay. Oh, Freunde. Das ist ja gar nicht so... Genau, viel Spaß bei der Videokonferenz. Das ist ja gar nicht so einfach. wir müssen uns einen Knüppel besorgen und den einen aufs Maul hauen, den Typen. Aber wir können ihn ja vielleicht auch... betrunken machen. Oder so. Oder vielleicht können wir ihn auch ausrauben. Wir können erstmal zu Borghoch gehen. Gehen wir erstmal zu Borghoch und holen die Parierstange. Der Sausack. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Das ist ja ziemlich hart mit dem Kämpfen. Okay. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Das sieht richtig kacke aus, ne? Ein kunischer Lump schuldet uns Geld. Ah. Nun, könnte besser laufen. Kunisch schuldet uns Geld und will nicht zahlen. Dieser Saufkopf?
Mit dem wirst du es nicht leicht haben. Was hast du vor? Weiß ich noch nicht, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht rundlaufen. Stimmt wohl. Kunosch wird auf nichts anderes hören als die Peitsche. Gib auf deine Zähne acht. Okay. Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfuscht ja, es ja nicht. Ja, vielleicht Holz, wann ja. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Bis bald, werter Herr. Okay, wir haben... Großartig. Wir haben die Parierstange. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie an Nass rankommen. Wir können den nicht so einfach schlagen, der ist stärker als wir. Heute geht das Bier vielleicht sogar Lakunisch. Okay, wir haben die Parierstange. Mit N, Codex-Eintrag. Oh, wir haben hier ganz viele Codex-Einträge. Die können wir uns alle nochmal durchlesen. Okay, wir haben den ersten Auftrag erledigt. Wir müssen da nochmal ein bisschen was planen bei dem Kunisch. So geht das nicht. Vielleicht mal mit ein paar Leuten reden. Vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, den so ein bisschen zu beeinträchtigen. Wir haben auch nichts. Wir haben echt nichts. Ich guck mal zur Schenke. Vielleicht hängen meine Freunde darum. Vielleicht können die mir helfen, diesen Kunisch zu verprügeln. Na, was haltet ihr davon? Hallo, Heinrich. Hallo, sei grüßt ihr. Helf mir mal kurz, den Typen da hinten an das Maul zu hauen. Können wir mal hier rumgehen. Er hat auf jeden Fall Pferde. Hier liegt Holz rum. Das können wir allerdings nicht benutzen. Gibt es ja nicht eine Axt? Ja, das wäre wahrscheinlich ein bisschen... Wir müssen sie mal waschen. Ich hoffe, jetzt sehe ich schon mal ein bisschen besser aus. Als Hühner. Hier liegt Holz. Das können wir uns aber nicht schnappen. Da ist Kunisch. Wir können ja mal hier mit der Wache versuchen zu reden. Vielleicht können der uns helfen. Ne. Hier der Nachbar vielleicht. Guten Tag. Was machst du hier Schönes? Adam. Mit Adam können wir auch noch nicht reden. Okay. Ich glaube, wir gehen mal zu Schenke und reden mal mit unseren Kumpels. Vielleicht können die uns irgendwie... Okay. Vielleicht können die uns irgendwie helfen. Diese Waschtröge stehen hier überall. Das heißt, waschen im Trog können wir uns jederzeit. Das ist nicht das Problem. Eure Felder liegen brach. Oh. Kauft meine Hacken. Euch fehlt Stroh. Ein Rechen wird's richten. Okay. Ein Rechen bringt mir jetzt gerade nichts. Was braucht man mehr? Kommt und seht euch um. Händler. Ich habe überhaupt kein Geld. Ich habe gar kein Geld, ne? Kommt und betrachtet meine Waren. Ich habe alles, was ihr braucht. Ob daheim oder bei der Arbeit. Hier gibt's ein bisschen Gemüse. Händlerin. Wir können dann mit denen halt reden und handeln, das ist klar. Lass uns handeln. Zum Beispiel jetzt einfach mal mit der. Die verkauft die Äpfel. Mein aktueller Geld. Vermögen des Händlers. Dein Ruf, dein Vermögen null. Wir haben gar nichts. Wir können überhaupt nichts kaufen. Wer ist das hier? Dorfbewohner. Ach, hier ist die Schenke oder was? Ladenwache. Ja, es gibt immer Ladenwachen. Dorfbewohnerin. Gott. Das ist, glaube ich, unsere Else. Nee, das ist eine Händlerin. Okay, das ist ein Händler hier. Das ist gar nicht die Schenke. Okay. Ach, die Schenke ist da hinten, wa? Ja, das wäre cool, ne? Auf jeden Fall, Kai. Oh. Was ist denn jetzt los? Zwischensequenz! Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige niemanden. Ich sage nur die Wahrheit. Siegismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König?
Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Hör einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Cool. Kümmern mich bitte die Österreicher. Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Alex. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Genau. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Herr Deutsch. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder ja. Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Ja, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Nee, verprügeln ist auch gerade nicht so mein Ding. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll dumm zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Nein. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Genau. Also, Kumpel... Bist du dabei? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon, ich bin dabei. Kann ich gar nicht auswählen? Doch. Ich bin dabei. Ah, ja, genau. Dafür müssen die mir helfen, den alten Sack zu verprügeln. Genau. Sehr gute Idee. Also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Genau. Wobei denn? Kuhne schuldet meinem Vater Geld und zahlt nicht. Reden hat nichts gebracht, also muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Alleine bekomme ich das aber nicht hin. Kein Ding, wir geben dir Rückendeckung, sobald wir das Haus des Deutschen neu gegipst haben. Ich würde es diesem Saufkopf nur allzu gern zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche sitzt immer noch im Wirtshaus. Ja, gute Idee. Was? Was? Wo denn hin? Okay, sie sind erstmal gegen die Tür gerannt. Okay, wo... Ja, gut. Ja, na klar, ich brauche deren Hilfe. Sonst wird das nichts. Das Prügeln werden wir noch lernen. Da hat man keine Angst. Am Anfang kann man gar nichts in diesem Spiel. Ich rede mal mit Fritz. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Ja, da sitzt doch aber wer. Bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ah, ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Ach, ich bin der Schlaue, genau. Okay. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay, lass uns mal schauen. Das ist das Haus. Das ist unser Ziel, sozusagen. Da ist der Misthaufen. Da sind Hühner. Da ist eine Frau. Was ist das da oben? Ist das ein Bienenstock? Cool. Wir gehen erstmal ein bisschen hier gucken. Schönes Haus und frisch gekalkte Fassade. Okay. Man kann auch hier ums Haus rumgehen. Wir können das Haus anstecken, dann rennst du zu ihrem Mann. Ich denke aber nicht. Okay, haben sie so ein paar... Ah, haben so einen Karren stehen. Also der Deutsche hat schon Geld, ne? Hier wachsen ein paar Blumen. Blumen, die können wir hinterher, glaube ich, auch pflücken.
wenn ich mich recht erinnere. Aber erstmal ist das ja nur sozusagen ein kleines Tutorial. Das erste, was wir gelernt haben, ist, es gibt Gegner, die stärker sind. Und da muss man sich was anderes einfallen lassen. Frau des Deutschen. Frau Deutschmann. Was willst du, Junge? Dein Gatte macht Ärger. Vergiss es. Muss ich sagen, dein Gatte macht Ärger. Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Na, über Wenzel. Dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, genau. Sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr. Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Kannst ruhig bannen, Kai, wenn du das kannst. Bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Aber ich glaube, Delfino kann das. Wenn er noch da ist. Okay, die ist jetzt weg. Wir müssen jetzt handeln. Okay. Ruf verschlechtert. Anni Stein, Moinsen. Auf wartest du, Soldat? Keine Ahnung. Feuert den Tribok ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland. Ah, schön, den Mist gegen die macht einfach Spaß. Hauswand geworfen. Das ist fast so gut wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Fast. Also, das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Genau, für den König! Deutschlinge, ihr Bastarde! Okay, Delfino, vielen Dank. Glaubt ihr, was ihr tut? Vielen lieben Dank, mein Bester. Hey, Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Es ist scheiße. Was wir tun müssen. Hurensöhne, ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen. Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Oh nein. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Arschloch! Das wirst du mir büßen! Oh nein. Oh nein. Oh je, yeah. Jetzt gibt's eine Prügelei. Du wirst leiden. Okay, den haben wir. Was tut ihr da? Habt ihr den Verstand verloren? Der Pech ist auf dem Boden. Was? Okay, wir müssen abhauen. Ich habe kaum noch Ausdauer. Abhauen kenne ich. Ey, das kenne ich doch genau als Kinder, dann so abgehauen erstmal. Wenn wir Scheiße gebaut hatten. Kennt ihr das auch noch? Okay, wir hauen ab. Los, 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 los. Los, Leute, lasst uns abhauen. Er war im Besser mit der Prügelei, ne? Oder vorne ist ein Wachsoldat. Ist, glaube ich, nicht so gut. Okay, renn du mal vor. Ah, ne, er ist nur ein Bauer. Okay, alles klar. Ich glaube, wir sind weit genug weggelaufen, Freunde, oder? Ich glaube, wir sind weit genug weggelaufen. Da vorne ist die Wache. Wir sollten. Oh, wer ist denn jetzt? Ja, vielen Dank für dein Follow, wenn du keiner bist, der hier den Chat voll spammen will. Okay, Delfino, du kriegst wieder Arbeit. Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Arbeit für Delfino. Wo rennt ihr denn hin, Leute? Nimmt das noch ein Ende? Whisky and Gin, Whisky and Gin. Ist jetzt ja nichts Schlimmes, aber
ist natürlich schon, naja. Okay. Den haben wir es gezeigt, Leute, oder? Wer ist denn hier? Das ist Matthäus, der ist der Schlaue. Das ist der Coole. Und Matthias ist so der Mitläufer, würde ich sagen. Das heißt, wir reden mit Matthäus. Oder Matthäus. Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können Sie denn schon groß tun? Ja. Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Saubere Arbeit mit dem Haus. Ich bräuchte Hilfe bei, ja genau. Ich bräuchte Hilfe mit Kunesch. Ja, auf jeden Fall. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los! Was? Gleich jetzt direkt? Okay. Gehen wir mal zu Kunesch. Mit jetzt hey. Zu viert. Kunesch! Schwing deinen Arsch raus! Ich muss dir was zeigen! Was zum Teufel wollt ihr hier? Bist du geliefert? Yes! Der hat ja fast alleine fertig gemacht. Ich gebe auf. Nimm, was du willst. Fast alleine fertig gemacht. Ich habe alles, was ich habe. Kapiert? Kunesch Schlüssel. Hallo mal, Freunde. Ihr seid gerade ruhig im Chat, ne? Alles klar. Yes, wir haben ihn besiegt. Wir haben Kunesch besiegt. Jetzt haben wir da wieder einen aufs Maul gehauen, den Typen. Okay, gehen wir mal rein. Wir haben seinen Schlüssel. Öffnen. Aber der Schlüssel ist wahrscheinlich zu irgendeiner Truhe oder so. Okay, hier gibt es mehrere Räume, wie es aussieht. Wir öffnen mal hier. Er hat gesagt, wir können uns nehmen, was wir wollen. Ist das alte Bretter? Da war doch aber irgendwo was, ne? Ach, die Tür schließen. Da ist eine Truhe. Ich glaube, wir speichern hier mal ab, ne? Wir speichern mal zwischen. Okay. Nicht, dass wir das Ganze nochmal machen müssen. Ja, das ist einer von den paar Mods, die ich installiert habe, dass wir ständig speichern können. Das ist halt wichtig. Sonst kann man das in dem Spiel nämlich nur über einen Trunk. Okay, hier ist auch nichts, wie es aussieht. Sieht alles recht. Hier ist nichts. Er hat ja gar nichts, der Typ. Das ist auch leer. Hier hat er ein bisschen Suppe. Wir können was essen. Hier ist eine Truhe. Aufschließen. Nägel. Kunisch Nägel und der Hammer. Nehmen wir doch mal. Aber wir brauchen ja eigentlich Kohle, ne? Von Kunesch. Hat er uns schon Kohle gegeben? Warte mal. Spieler. Okay, das sind unsere ganzen Fähigkeiten. Könnten die jetzt verbessern? Wir könnten schon was machen, aber das mache ich glaube ich noch nicht. Unsere Kohle. Wo steht die denn nochmal? Sehen wir wahrscheinlich nur beim Händler, ne? Ach, hier doch. Ne, sonstiges. Gefährten, Quest, Karte, Kodex, Inventar. Okay. Wir haben uns den Hammer und die Nägel wiedergeholt, aber jetzt haben wir noch lange keine Kohle, ne? Er soll uns das verdammte Geld geben, dieser Kunesch. Na gut, Börschchen. Hast mich klein gekriegt. Nimm, was du willst, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ja.